Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es ein legendäres Review zum Scharfschützengewehr Widerruf, das man von Shex kriegen kann in Season der Opulenz. Kann man natürlich auch in den anderen Season noch holen, aber in dieser Season ist das Scharfschützengewehr aufgetaucht als Seasonwaffe bei ihm im PvP. Nun, wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch, was die Fähigkeiten so können, dann wie sich das im PvE und auch im PvP spielt. Wir fangen hier an mit aggressives Gehäuse. Wir haben hier hohen Schaden, hoher Rückstoß, das sieht man hier bei der Schlagkraft gut. Das ist ein Scharfschützengewehr mit sehr, sehr viel Schaden, aber dafür eine tiefe Feuerrate. Dann haben wir verlängerter Lauf, hier Reichweite, Handhabung, Rückstoß, das wird alles kontrolliert, da können wir nicht viel verändern. Dann haben wir erhöhte Reichweite, die Waffe hat eine immens hohe Reichweite, was grundsätzlich ganz gut ist für ein Scharfschützengewehr. Und wir haben Schnappschussvisier, das wir für PvP-Scharfschützengewehre so oder so immer brauchen. Dazu komme ich dann im PvP-Teil noch drauf zu sprechen. Die besondere Fähigkeit wäre Umkehrung des Reichtums. Schießt man daneben, kehrt die Kugel nach kurzer Zeit ins Magazin zurück. Das zeige ich hier kurz, wenn ich beispielsweise daneben schieße, das heißt ich muss nicht mal auf einen Feind schießen, ich kann auch einfach in die Luft ballern, dann habe ich ja nichts getroffen, dann kehrt nach einer gewissen Zeit die Kugel zurück ins Magazin. Das kann man relativ gut ausreizen, das heißt man kann schießen und wenn die Kugel direkt wieder ins Magazin geht, kann man nochmal schießen, dann kehrt sie sofort wieder zurück ins Magazin. Man kann übrigens auch schießen, die Waffe wechseln und dann hat man den Schuss trotzdem wieder zurück im Magazin. Das heißt, es ist egal, ob man die Waffe ausgerüstet hat oder ob man direkt auf eine andere Waffe wechselt. Im PvP bedeutet das, ich kann einen Schuss auf den Feind abgeben, dann direkt auf eine andere Waffe wechseln und mit der weiterschießen. Habe ich daneben geschossen, kriege ich die Kugel zurück, habe ich getroffen, werde ich ihn dementsprechend schnell töten. Ein kleiner Nachteil hat die Fähigkeit dennoch. Nun, neben dem, dass wir müssen daneben schießen, dass wir die Fähigkeit aktiv kriegen, ist es so, dass wenn die zwei Schüsse schnell nacheinander abgeben, dass nicht beide zurück ins Magazin kehren. Das heißt, es kehrt immer nur eine Kugel zurück und nicht mehrere. Das ist ein bisschen schade, aber vielleicht wäre die Fähigkeit sonst auch etwas zu stark. Nichtsdestotrotz ist es ganz nützlich, ich hau meine Kugel daneben, ich kriege den Schuss zurück, gerade im PvP durchaus wertvoll. Nun, dann gehen wir hier noch ganz kurz auf die Handhabung. Wir haben hier eine moderate Handhabung, sage ich jetzt mal. Ich habe auch bei Scharfschützengewehren übrigens die Handhabung sehr gerne weit oben, weil es dazu dient, dass die Waffe schneller gezogen und breit gemacht werden kann und auch schneller gezielt werden kann. Das heißt, Schnappschuss wird auch hier durch die Handhabung nochmal unterstützt. Aber im Großen und Ganzen guten Schaden, also hoher Schaden und natürlich leider etwas tiefe Feuerrate. Drei Schuss im Magazin übrigens ist etwas wenig, da kommen wir im PvE-Teil noch dazu, den wir jetzt anschauen. Im PvE ist es natürlich ein Scharfschützengewehr wie jedes andere, das heißt es macht sehr, sehr viel Schaden gegen kleinere Feinde. Macht es zu viel Schaden, sage ich mal. Ein großes Problem ist natürlich das Magazin. Wir haben nur drei Schuss zur Verfügung, dann müssen wir wieder nachladen. Ist jetzt nicht ideal. Auch bei Bossgegnern spürt man das. Wir hauen drei Schuss raus, dann müssen wir sofort wieder nachladen, um die nächsten Schüsse rauszuhauen. Viel daneben schießen im PvE, gerade gegen Bossgegner passiert das so oder so nicht so wahnsinnig viel. Wir treffen dann vielleicht mal nicht den Kopf, sondern irgendwie den Körper. Das ist das Höchste eher, was passiert. Das heißt, die Fähigkeit kommt im PvE leider gar nicht so stark zur Geltung. Und mit den drei Schuss im Magazin würde ich auch eher sagen, für PvE gar nicht so geeignet. Wir könnten es jetzt mit einer Mod noch erhöhen, dass wir mehr Schuss drin haben. Aber wahnsinnig viel bringt es nicht. Da können wir andere Scharfschützengewehre mit hoher Schlagkraft nehmen, die Fähigkeiten drauf haben, dass wir Schüsse zurückkriegen, wenn wir Mehrfachtreffer landen, also präzise, oder dass wir schneller nachladen, wenn wir Präzisionstreffer gelandet haben. Das sind eher Scharfschützengewehre, die ich für PvE empfehlen würde. Im PvP hingegen muss ich sagen, ist es ziemlich angenehm. Da wir Kugeln zurückkriegen, ist es so, dass im PvP öfters mal ein Schuss daneben geht, weil, ja, Hüter sind ja relativ kleine Ziele und es ist auch schwierig, sie dann zu treffen im PvP. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, also mir passiert das schon, dass die ein oder anderen Schüsse mal daneben gehen, ist das Scharfschützengewehr eigentlich ganz angenehm. Man sieht sie im Hintergrund relativ gut. Geht mal einen Schuss daneben, habe ich den Schuss wieder im Magazin nach einer gewissen Zeit und habe so im Schnitt wesentlich mehr Schüsse als andere Scharfschützen. Das heißt, die Fähigkeit kommt im PvP durchaus stark zur Geltung. Jetzt ist es ein bisschen Geschmackssache, ob man Scharfschützengewehre mag, die eine hohe Schlagkraft haben, aber eine tiefe Feuerrate. Ich persönlich bevorzuge eher schnell schießende Scharfschützengewehre, aber wenn man sagt, nee, ich mag das eigentlich, hohe Schlagkraft, ich treffe den einmal am Körper und dann wechsle ich direkt zur nächsten Waffe und schieße den dann nieder, ist natürlich auch eine gute Strategie und funktioniert im PvP natürlich dementsprechend wunderbar mit diesem Scharfschützengewehr. Das heißt, die Fähigkeit kommt im PvP zur Geltung.
würde ich also nur holen, wenn man sagt, ich spiele gerne Scharfschützengewehre im PvP, das Ding mit dieser einzigartigen Fähigkeit müsste ich noch haben. Für PvE würde ich sie eher weglassen, da würde ich sie definitiv nicht empfehlen. Gut, das war es eigentlich auch schon zu dem etwas kleineren Review zu Widerruf, dem legendären Scharfschützengewehr von Shex, wo man ja bei ihm die Season-Sachen holen kann und dann eben dieses Scharfschützengewehr auch. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Scharfschützengewehr haltet. Das nimmt mich Wunder, was ihr von der Fähigkeit haltet, weil sie ja einzigartig ist. Einfach mal ab in die Kommentare damit. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr zukünftig nichts mehr von diesem Kanal verpassen möchtet. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.